Und wieder eine Folge. Yay! Los, Raketenman. So. Geht's hier rechts weiter? Nein. Wah! Wow. Das sind so typische Level in Jump'n'Runs, beziehungsweise Schnittstellen, wo man einfach so, ausrasten muss. Alter, wie lang schießt der? Na also. Aha, das ist doch vielversprechend. Hier gibt es doch sicherlich Hinweise. Ich glaube, Sie wollen nur genug von diesen Riesenrelikten finden, um selbst etwas zu bauen. Ja genau, Lukas, das stimmt. So aufgeregt war ich seit Jahren nicht. Also ich mach was zu trinken zurecht. Schön, wenn du mir helfen würdest, herauszufinden, wo sie herkommen. Das kennen wir ja schon. Das hier sieht wie der Plan einer Mine aus. Ja, alles sehr detailliert. Sieht aus wie eine Markierung für jede Fundstelle eines Riesenrelikts. Je tiefer er ging, desto mehr fand er. Bis der Weg irgendwann versperrt war von dieser Tür. Mann, das muss ihn ordentlich frustriert haben. Er hat gerade genug Relikte für den Bau des Riesenmotors und dann ist Schluss. Doktor? Ja, Nick. Ich glaube, ich bin der Schlüssel. Ja, das hat Victor gesagt. Nein, ich meine ein echter Schlüssel. Sehen Sie die Löcher in der Tür? Jedes hat die Form eines meiner Teile. Da ist die Brust, da der Kopf. Victor glaubt, ich kann die Tür für ihn öffnen. Womit nur eine Frage übrig wäre. Zwei Fragen. Wo ist die Mine? Die Troctomine. Hä? Das muss sie sein. Auf dem Hügel daneben ist Victors altes Schloss. Oh, das ist wundervoll. Dann lasst uns aufbrechen. Gut, hier waren wir schon und hier habe ich, glaube ich, einen Cut gemacht. Ja. Hier habe ich, glaube ich, einen Cut gemacht. Irgendwo. Zack. Direkt in die Fresse. Genau. Wir konnten das Flugzeug des Doktors einholen, aber da war niemand drin. Es wurde ferngesteuert geflogen. Sei vorsichtig. Wir glauben, Sie sind noch immer auf dem Palast. Ja, wir waren nie fort. Was wollen Sie damit erreichen, Victor? Entführung und Chaos für ein noch größeres Flugzeug? So, Sie kennen also den Motor.
Beeindruckend, nicht wahr? Aber andererseits ist es einfach nur Spielzeug. Mächtig sind sie zwar, aber die Möglichkeiten sind beschränkt mit ein paar Riesendrelikten. Doch bald werde ich eine unbegrenzte Menge davon haben. Warten Sie nur ab, was dann möglich ist. Was? Die Weltherrschaft? Nein, nicht so Mondänes. Aber Doktor, wieso sind Sie hier? Kann es sein, dass Sie auch das Verlangen spüren? Sie sollten eigentlich im Koboldorf sein bei Ryder, nicht wahr? Versuchen herauszufinden, wo diese ganzen Waffen herkommen. Doch stattdessen sind Sie hier und brechen auch noch in fremde Häuser ein. Das erinnert mich daran, wie Sie früher einmal waren, bevor Sie von Charlotte gezähmt wurden. Wagen Sie es nicht, von Charlotte zu reden! Das reicht jetzt. Victor, packen Sie Ihre Koffer. Sie werden eine lange Reise unternehmen. Hier entlang. Danke, Katrina. Was eine Frau. Und sie hat Brüste. Gib doch mal die Ruhe, du Scheiß-Robo. Oh, Schild. Ah, nein. Falsche Richtung. Zack. Alter, was eine Frau. Sie hauen ab! Ah, die guten alten Laufbänder. Aufpassen jetzt. Da! Das sind wieder so scheiß Roboter, die man nicht erledigen kann. Mann. Wie, keine Lebenaufladung? Sehr toll, toll. Der rennt einfach nur geradeaus, also von hinten angreifen. Das dürfte es um einiges einfacher machen. Sie sind auf der Flucht. Die können aber lange rennen. Oh, die gehen in die Luft, die Kisten. Okay. Oh. Immer ein Speicherpunkt. Sie wollen zum Dach? Ja.
Da gehe ich doch gerne mit. Alles kaputt machen. Alles. Bin ich da lang? Nein. Ah. Ah, ich weiß schon, was in den Kisten drin ist. Und ihr auch. Jetzt ist, finde ich, Neck wieder ein bisschen zu groß. Wenn er so etwas kleiner ist, dann passt, steht ihn am besten. So. Flugzeug. Die machen mir doch keine Angst. Naja, die Roboter schon. Tor! Das müssen wir wohl später regeln. Na, wir haben, was wir wollten. Oh, da ist mein Flugzeug. Wie nett. Neck, Lukas, hinten rein. Kleiner Abstecher zur Troctomine. Kein Kontakt zu Ryder. Also, kurz zum Mitschreiben. Laut Plan schleichen wir uns durch einen unbenutzten Seiteneingang. Gehen unbemerkt mehrere Kilometer durch aktive Minentunnel und dann soll Neck die Tür öffnen. Oh, und wir können Ryder nicht sagen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Ja, genau so sieht's aus. Und was den Kontakt zu Ryder betrifft... Hast du schon mal einen von denen hier gesehen? Ist das ein Holobot? Ganz genau. Wo immer er steckt, der hier findet ihn. Ryder, wir konnten Lukas wieder zurückholen. Aber Victor hat etwas sehr Merkwürdiges vor. Wir gehen jetzt in die Troctomine und werden uns umsehen. Ha! Und jetzt auf in die Mine. Cool. Sowas brauche ich auch. Gut, wir sehen uns aber dann in der nächsten Folge. Ich war schon ewig nicht mehr hier unten. Mal sehen, was Victor alles gemacht hat. Ja, ich bin auch gespannt. Spinne!